Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fahrmanager 21. Ja, es läuft immer noch, ne? Alles ist in Arbeit. Die Mitarbeiter sind alle unterwegs. Die Pflanzen wachsen. Und uns fehlen für die Aufgabe immer nur, also immer noch nur die Äpfel. Hier haben wir noch den Kohl. Okay, Soja scheint leer zu sein. Wenn das auch leer ist, muss die Ölfabrik halt warten, dass der Leinen wieder fertig ist. 60 Tage bis Äpfel fertig. Kohl wird auch schon wieder geerntet. Ah, die 60 Tage könnten noch mal jetzt ein bisschen schneller hier vergehen. Wir wissen, was die nächste Aufgabe ist. Wir dann endlich mal Land kaufen dürfen. Weil es immer noch aus dem Faulen. Karotten und Petersilie kommt es auf jeden Fall dauerhaft irgendwie nach. Also das wächst ziemlich schnell. Da gibt es noch mal Kohl wieder. Wieder alles fertig geerntet hier. Also eine Tonne Bio-Äpfel fehlen noch. Sollten wir ja hinkriegen. Der Kohl ist auch gleich wieder fertig. In 40 Tage noch. Kommt, Äpfel werdet fertig. Ich glaube, wir können hier unten noch einfach noch eine Straße ziehen. Die fahren da eh immer alle längs. Oh, Soja. Nee, nee, Hafer. Hafer? Bio-Hafer. Na, wie cool, wenn wir jetzt eine Mühle da hätten, ne? Wäre voll cool, da könnten wir da draus Mehl machen. Ich habe ja keinen Platz dafür.
Aber wenigstens kommt jetzt Leinen rein, dann kann zumindest die Ölpresse weiterarbeiten. So, das war jetzt aber Soja. Das heißt, wir haben auch wieder Soja. Aber hier kommt irgendwie. Ach doch, ist jetzt angekommen. Oh, 31 Tage noch. Weizen haben wir auch schon wieder gekriegt. Gras gibt es auch schon wieder. Glaube, der Kohl hier wird auch niemals leer. Das war einiges an Kohle im Lager. Wo haben wir auch wieder ordentlich? Und meine Äpfel hier. Ich will die nächste Aufgabe wissen. Ob man dann endlich mal erweitern kann. Ar 500 Arbeiter können wir dann einstellen. Ja, Kurs für Tierzeug, da machen wir auf jeden Fall dann. Oh, 15 Tage noch. Wenn wir dann die Äpfel verkaufen, können wir gleich noch gucken, ob wir noch was verkaufen können. Wird bestimmt das eine oder andere dabei sein. Wenn es so kiloweise Sauerkraut ist.
komm, komm. 8 Tage noch. Geh zu. Karotten kommen auch schon wieder neue. Könnten wir Karottensaft noch herstellen. Ach, machen wir es auch einfach. Erstmal Tomatensaft. Wie schon wieder geerntet wurde. Hast du gerade weggeklickt? Hast schon wieder 3 Nachrichten drin. Tomatensaft geht hier richtig, richtig ab gerade. Mal schauen, was wir dafür. Ich hoffe, der Preis ist gut für Tomatensaft. Ja, yeah, ein Tag noch, dann sind die Äpfel reif. So, dann erntet die Äpfel mal bitte, die sind reif. Ah, da kommt der Wagen, okay. So, jetzt sollte ich die ja eigentlich verkaufen können. Wir haben viel zu viel Hafer. Erfurter kann verkauft werden. Rüben kann verkauft werden. Gras kann dicke verkauft werden. Genauso hier. Weizen können wir auch verkaufen. Oh, können wir verkaufen. Das brauche ich zum Füttern. Habe ich Bio-Äpfel jetzt hier noch gar nicht dabei gehabt? Nö. Warum auch immer. Und die jetzt da? Wo sind meine Äpfel hin? Bio-Äpfel geerntet. Bio-Äpfel, ja.
Bio-Äpfel 2000, ja. Und wo sind die hingekommen? Ja, dann kaufen wir jetzt halt Äpfel. Naja, aber Äpfel gibt's. Was ist mit Äpfeln los? Achso, Apfel muss ich eingeben. Ja. Und nee, warum sollte ich denn? Ja. Schulung ist auch durch, dann können wir da eine neue nehmen. Da sind meine Äpfel geliefert worden. Ja, da. So, zack. Ach du grüne Neune, Wildfleisch zählt auch zu den Fleischsorten, die wir finden, bla bla bla. Beginne, indem du 20 Hirsche und 30 Wildschweine kaufst. Ja, das heißt, dann werden wir wohl die Straußengeschichte hier verkaufen. Ach, Schulung ist ja auch schon wieder durch. So. 20 Hirsche und 30 Wildschweine. Wie viele Viecher passen denn in so einen Stall rein? Ach, das kann ich hier alles wegreißen. Das funktioniert alles nicht wirklich. Da reicht der Platz dicke nicht aus.
Wie es weitergeht, gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne nächste Folge wieder mit dabei sein. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag und ciao, ciao.